Schönen guten Morgen an alle, die heute bei unserem Moxis Fall Release 2023 Webinar teilnehmen. Herzliches Willkommen. Zu meiner Linken darf ich mal vorstellen, David Leber, die Stimme aus dem Off. Er wird sich heute als Moderator um Ihre Fragen kümmern, sie an uns weiterleiten oder gegebenenfalls beantworten. Vielen Dank, David. Viel Spaß. Und ebenfalls zu meiner Linken, allen normalerweise bekannt, der Gerhard Vlies, CTO der Xytrust. Magst du noch ein paar Worte fallen lassen, bevor wir da reingehen? Ich freue mich, dass wir wieder ein Webinar machen. Es gibt neue Sachen zu zeigen. Springen wir gleich rein, oder? Springen wir rein. Was heute auf der Agenda steht, das können Sie sich eh denken, wie bei jedem Webinar, versuchen wir Ihnen die Highlights des Fall Release darzustellen, zu zeigen. Wir werden uns auch nicht zu lange in den Folien aufhalten, also keine Angst, das wird kein großartiges Essay werden, sondern wir werden sehr schnell in die Live-Demo wechseln und dort über die Highlights sprechen. Außerdem haben wir ein paar externe Erweiterungen noch, die wir Ihnen präsentieren wollen, über die wir ganz kurz quatschen. Und das letzte Thema des Tages, Public Roadmap. Ich glaube, das wird auch sehr spannend für Sie. Und dann gehen wir direkt in die Highlights rein. Ja, Thema Nummer 1. Wie Sie sehen, haben wir heute 6 ganz große Brocken für Sie vorbereitet und die erste Kachel, die Sie da oben links sehen können, die Knowledge Base. Was bedeutet das? In Zukunft werden Sie noch schneller direkt aus dem Produkt heraus auf die Knowledge Base zugreifen können. Dort finden Sie wirklich das gesamte Wissen, das heißt die komplette Dokumentation inklusive FAQs und sonstigen Hilfsartikeln zum Thema, wie gehe ich mit Moxis um, speziell in der Business Cloud. Was uns wichtig ist, dass wir Ihnen die Möglichkeiten geben, dass Sie auch Ihr Produkt selber customizen können. Das heißt, wir haben auch diesmal wieder Sachen dazugefügt, die rund um Branding-Anpassungen gehen, speziell für die Personen, die von Ihnen nach externen Auftrag kriegen, also die Leute, die über Moxis Guest unterschreiben. Da werden wir Ihnen noch kurz was zeigen dazu. Das ist der zweite Part, genau. Außerdem haben wir uns vorgenommen, beim Thema Font den nächsten Schritt zu gehen. Da gab es ja immer wieder mal Anfragen, okay, wie könnte man das angehen, wie könnte man das smarter lösen, dass das einfach noch leichter, noch schöner integriert wird in Ihre Umgebungen. Wir haben uns dafür entschlossen, dazu einen bestimmten Business-Font auszuwählen. Sie werden es dann eben live in der Demo sehen, wie das Ganze aussieht. Aber jetzt ist das Ganze noch ein Ticken smoother. Eine Sache, die wir bis jetzt nur in der Enterprise Cloud gehabt haben, ist, wenn man zum Beispiel wenn man Vertreter eingeladen hat, dann gibt es vielleicht Iterationen, wo man nicht vertreten werden will, Personalverträge oder ganz persönliche Dokumente. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man private Iterationen definieren kann. Das hatten wir prinzipiell in den Enterprise-Lösungen schon immer. Sind allerdings draufgekommen, dass eine Sache ist, die wir auch in der Business Cloud zur Verfügung stellen können und die auch sinnvoll ist, speziell eben in Kombination mit den Vertretern. Selbstverständlich User Experience, UI-Verbesserungen, die pingen wir uns in den letzten Releases schon ganz hoch rauf. Dort wollen wir auch in Zukunft einfach die Features, die es bereits gibt, vielleicht weiter schleifen und verbessern. Und dieses Mal, was es reingeschafft hat, die Entscheidungsbuttons werden immer im Vordergrund sein. Die Adressbucherleichterung, da werden wir auch sofort in der Live-Demo dazu kommen. Es gibt eine verbesserte Rückmeldung für Uploads, speziell für Attachments. Und der Ladedialog, der einige von Ihnen genervt hat, aber Gott sei Dank nicht alle, auch dort gibt es eine User Experience Verbesserung. Was in der Business Cloud jetzt kein besonders großes Thema ist, aber immer wieder angefragt wird, ist die Integration über die API den Lösungen in der Business Cloud. Und auch in diesem Zusammenhang gibt es Verbesserungen. Wir haben festgestellt, dass es für manche Vorsysteme schwierig ist, diese Positionierung der Unterschriften Position am Dokument vorzunehmen und da gibt es eine Möglichkeit, das in der API mitzugeben. Wenn man in der Auftragsanlegeseite ist, kann man eh gut bestimmen, wo man unterschreiben will, aber da, wenn es ein Vorsystem ist, wenn es automatisch generiert wird, ist das manchmal schwierig und da haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass man dann das auch so einwerfen kann, dass dann die Person, die dann im Endeffekt dann unterschreibt, auch sie aussuchen kann, wo, so wie im Analogen, wenn da mein Name steht, und die schreibe ich halt an dieser Stelle. Das haben wir eben auch eingeführt und das werden wir dann kurz zeigen. Das heißt, auch wie zum Beispiel bei den Branding-Anpassungen kann man da sagen, wir geben auch Ihren externen Kunden die Chance einer gewissen individuellen Bearbeitung des eigenen Stempels beim Auftrag. Das wären es eigentlich, oder? Dann? Ja.
Eine Frage aus dem Off. Ah, ja, genau. Anscheinend gibt es bei vereinzelt technische Probleme. Ich würde nur kurz darum bitten, dass wir kurz das Screensharing beenden und nochmal starten. Vielleicht funktioniert es dann für alle. Okay, alles klar, das mache ich sehr gerne. Eine Sekunde. Beenden das ganz kurz. So, einwandfrei. Lustigerweise war das auch ein exzellentes Timing, denn wir wären jetzt sowieso in die Live-Demo gewechselt. Dazu logge ich mich jetzt einmal auf unserer Test-Instanz ein und wir gehen mit Ihnen die Features Stück für Stück durch. Bei Fragen bitte einfach jederzeit melden. Lieber, geht's jetzt für alle? Ja, ausgezeichnet. Gut. So, gleich zu Anfang, Sie sehen, also das geübte Auge wird entdecken, dass wir mit dem neuen Font hier entsprechend eingebettet haben. Es passt sich einfach viel besser in die typischen Business-Fonts ein, die verwendet werden. Das sollte sich also smoother integrieren in den meisten Fällen. Auch hier oben rechts direkt, das ist der vorhin erwähnte Link zu Knowledge Base. Das heißt, mit einem Klick wechseln Sie sofort in die Knowledge Base, in einen eigenen Tab. Dort können Sie mit einer einfachen Suche die Artikel durchgehen, wie zum Beispiel Signatur einfach eintippen. Ja. Dann werden Ihnen alle Themen zum Thema Signatur angezeigt. Sie können auf irgendeinen wechseln, dort das durchgehen und den entsprechenden Artikel suchen, inklusive der FAQs. Um eine Sache würden wir Sie bitten, einfach damit wir auch die Qualität weiter verbessern können, dass wir sehen können, wo genau es zum Beispiel in Harvard, was hat Sie unterstützt, was hat Ihnen geholfen, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, da ganz unten bei den Artikeln nur einmal kurz zu bewerten, ob diese hilfreich waren oder eben nicht. Falls Sie daran denken, vielen, vielen Dank, wenn nicht, no harm done. Wenn wir jetzt weiter wechseln auf die Anlegeseite, dazu werde ich eine Frage aus dem Off, eine Sekunde. Genau, die Frage ist offen. Exzellente Frage, vielen Dank dafür. Ja, Sie können die Sprache auf Englisch wechseln mit einem einfachen Klick und können alle Artikel ebenfalls auf Englisch sehen. Unsere technische Redakteurin ist da ganz flix unterwegs, wirklich exzellent unterwegs und versucht auch immer, alle neuen Artikel schnellstmöglich ins Englische zu bringen und für sich verfügbar zu machen. Was vielleicht auch noch spannend ist, wenn man auf der linken Seite sieht, dass auch die verschiedenen Versionen drinnen sind. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht auf Latest und Greatest sind, sieht man auch die Versionen oder die Artikel zu den anderen Versionen. Ganz genau. Das heißt, Sie können sich da dann entweder vorab schon oder auch gerne nachschauen, wo ist das Delta, genau. Was gibt es für Unterschiede, was ist neu dazugekommen und das ganz einfach durchforsten in der Knowledge Base. Wenn wir jetzt auf den Standardprozess wechseln, dann werden Sie auch gleich einmal ein paar Unterschiede entdecken. Das erste ist so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Create Iteration, dieser Button, um die Entscheidungsebenen anzulegen, hat ein neues Design, ist ein bisschen leichter im Auge, schneller auffindbar, schneller anklickbar. Das heißt, auch solche Änderungen haben es in diesem Release geschafft. Und der zweite große Punkt, die hervorgehobenen Entscheidungsbuttons. Das heißt, wenn Sie da sehen können, egal wie viele Entscheidungsebenen Sie anlegen, egal wie viel Sie da noch machen, die werden immer im Vordergrund bleiben, ja, als Hover. Und dadurch sind die wichtigsten Buttons, die Sie auf dieser Seite haben, um bei Nachkontrollen etc. weiter in Ihrem Job voranzuschreiten, sofort aktiv sind. Wir werden jetzt eine Testdatei hochladen und gleich direkt zum nächsten Feature springen. Und zwar die Upload-Verifikation. Wir wissen ja, auch da hat es immer wieder das Thema gegeben, woher weiß ich jetzt, ob mein Upload tatsächlich funktioniert hat im Hintergrund bei den Attachments. Da werde ich Ihnen jetzt einmal eine Testdatei vorführen. Die erste Änderung ist, diese Verifikation findet dadurch statt, dass die Bilder jetzt ersichtlich sind. Ja, das können Sie hier an diesem Beispiel sehen. Das heißt, Sie können direkt live, okay, ich habe meine Datei erfolgreich hochgeladen, ich habe meinen Anhang erfolgreich hochgeladen, können Sie hier nachvollziehen. Und sollte es sich bei dieser Anhangsdatei um etwas Exotischeres handeln, das jetzt nicht sofort verfügbar ist, was keine Rückmeldung geben kann, dann erhalten Sie dennoch eine Rückmeldung anhand eines grünen Häkchens, das Ihnen sagt,
Sie haben das erfolgreich hochgeladen. Für dieses Format ist nur leider keine Preview verfügbar. Nichtsdestotrotz, da können Sie dann eben sicher sein, der Upload hat funktioniert, da geht's weiter. Gerd, möchtest du zu unserem externen Feature vom Adressbuch noch was dazu sagen? Machst du es vielleicht mal an? Was sich da auch geändert hat, dass man den auch direkt, also das hat man früher schon können, dass man direkt den User anlegen kann. Wir haben da noch versucht, die Verbesserung so zu machen, dass auch gleich die E-Mail-Adresse ein bisschen hergeleitet wird. Meistens ist das ja, oder auch der Name hergeleitet wird, meistens korreliert das in irgendeiner Art und Weise, sodass man auch da beim Anlegen von den zusätzlichen externen Kontakten schneller ist, genau. Ganz genau. Das heißt, egal wie jetzt die E-Mail-Adresse aussieht, wenn wir jetzt sagen tester.test1@tester12345.com und Sie hauen die Enter-Taste an, die übrigens jetzt aktiv ist, dann sehen Sie gleich, Moxis erkennt es, teilt den Punkt auf, Großbuchstaben für Vor- und theoretisch Nachname. Das wird natürlich nicht immer passen, aber in vielen Fällen. Ne? Sie sind auf jeden Fall schneller dann mit den weiteren Details und dem Anwenden. So, dann würden wir zum nächsten großen Thema wechseln. Und eins von weg, bitte nicht schrecken. Meine Administration sieht natürlich anders aus als Ihre, denn wir haben den Vollzugriff über die komplette Bandbreite eben auf unsere Testinstanz. Das heißt, Sie werden da einiges sehen, was vielleicht Ihnen jetzt noch nicht bekannt ist. Aber kleiner Hint, in der Enterprise Show. So, und zwar E-Mail-Branding-Verbesserung. Dort haben wir beim Logo-Upload nachgezogen. Wir wissen, das Thema Individualität ist extrem wichtig. Auch Wiedererkennung ist extrem wichtig für Sie da draußen und haben beschlossen, dass wir eben ein weiteres Enterprise-Feature da reinbringen, indem wir das 1.1, den 1.1-Upload von Logos erlauben, beziehungsweise proportionale Skalierung für die Logos reinbringen. Sprich, wir klicken auf Upload, wir nehmen uns ein Bild, ein Logo und Sie erhalten da eine neue Rückmeldung. Erstens haben wir die Standardskalierung angepasst auf 400 mal 100. Das war früher ein bisschen geringer, aber wir haben gesehen durch die ganzen Beispiele, auch durch Kundeninterviews, die wir gemacht haben, dass das die bestmögliche Skalierung ist für Ihre E-Mails. Die am öftesten matcht. Und die am öftesten matcht, genau. Auch proportional skaliert. Das bedeutet, wir wissen natürlich, dass es Logos gibt, die unterschiedlich geschnitten sind, die entweder extrem in die Länge gehen, extrem in die Höhe. Auch das wurde berücksichtigt. Also sollte Ihr Logo wir haben auch Kunden, die von verschiedenen Abteilungen oder mehreren Gruppen, die Logos drauf machen, dann braucht man das länger und dann gibt es Logos, die sind mehr querformat, sind mehr quadratisch, sodass es da vielleicht manchmal nicht so ideal war, das gleich automatisch zu skalieren. Genau. Genau. Und falls Sie immer noch nicht zufrieden sein sollten, falls Sie wirklich wollen, dass das Original wieder abgebildet 3300 mal 825 in den E-Mails sein soll, die Möglichkeit haben Sie. Wir werden da niemanden einschränken, denn wie gesagt, jeder Einzelne oder Sie alle da draußen, alle unsere Kunden haben ihre eigene Individualität und die soll sich auch in den E-Mails widerspiegeln dürfen, egal wie groß die sein sollte. Und jetzt zum richtig großen Bomber. Ich glaube, das wird viele freuen. Moxis Guest Branding, meine Damen und Herren. Auch das bringen wir auf die Business Cloud. Diese Möglichkeit haben Sie. Ähnlich wie bei den E-Mails stehen Ihnen jetzt eben verschiedene Farben zur Verfügung, von Secondary Color über Error Colors, Warning Colors, Text Color. Das können Sie alles individuell einstellen. Sie können Lighter, Darker bei der Primary Color runtergehen, einfach, dass es dort diese Abstufungen gibt, auch von Transparenz etc. Und selbstverständlich Ihr Logo hier hochladen. Das ist im Moxis Guest. Das heißt, wenn Sie als Business Cloud-Kundin an Ihre externen Kunden selber was weiterleiten, einen Auftrag weiterleiten, gibt es auch dort wieder einen stärkeren Wiedererkennungswert mit Ihrer Firma. Unter Umständen braucht man da eben andere Logo-Formate, darum wird dann nicht automatisch das Logo weiter benutzt, das wir vorher da gehabt haben, ich glaube. Genau. Da kann man dann einfach irgendeine... Aber ich glaube, das war ja ganz hübsch vorher. Ja, dann zurück. So.
Okay, Reset Cryo. Ausgezeichnet. Wir speichern das einmal, schließen das und kommen dadurch zum nächsten großen Feature, zu dem API-Feature, das wir angekündigt haben. Dafür öffnen wir einen Auftrag, der für uns vorbereitet worden ist, der über die API eingespielt worden ist. Sie sehen auch hier vom Moxis Guest Branding, das Logo ist vorhanden, die Coloration ist vorhanden, auch von den Buttons. Und jetzt ist das eben die Plattform, die Ihre externen Unterschreiber kennen. Das heißt, man geht da rein, man will signieren und das Erste, was passiert ist, der neue Guide taucht auf. Gerd, magst du da ein bisschen durchleiten? Also die Idee ist ja so wie auch in der analogen Welt, wie ich immer sage, dass man sich aussuchen kann, an welcher Stelle man positionieren kann. Wir haben uns da überlegt, welche Möglichkeiten wir da machen, damit es in der digitalen Welt auch gut funktioniert. Das heißt, ich muss irgendwo den Bereich markieren, den man da jetzt auch in dieser kleinen Animation sieht. Dann macht man das vielleicht nicht ganz genau an der Stelle oder mit der Größe, wie man es ursprünglich machen wollte. Dann kann man das auch noch ein bisschen in der Größe verschieben, Größe auch verziehen und sich dann halt das an die Stelle tun, wo wirklich die Unterschrift dann hinein visualisiert werden soll. Ja, das ist ja etwas, was bei uns eine Möglichkeit ist, dass man das auch teilweise eben mit dem Zeichnen und so eben selber auch gestalten kann. Da ist es uns wichtig, dass man halt diese Position ganz gut anzeigen kann, weil ja auch bei verschiedenen Vorlagen, manchmal muss das kleiner sein, manchmal muss das länger sein, manchmal ist das quadratisch, manchmal ist das eher Querformat, dass man da die Möglichkeit hat, die Position im Dokument auszuwählen. Genau. Ganz genau. Sie sehen auch hier, wir haben da eine kurze Anleitung da drin, die man einfach Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Der Guide lässt sich selbstverständlich jederzeit wieder öffnen, um Hilfestellung zu leisten. Und Sie können hier auch bereits implementiert auf FAQs zurückgreifen, die Ihnen einige Fragen beantworten, beziehungsweise eben, wie FAQ dafür steht, Frequently Asked Questions beantwortet, damit Ihre Nutzer da schneller durchkommen können. Wenn wir jetzt diese Visualisierung platzieren wollen, gehen wir auf Place Visualization. Da unten haben Sie die Rückmeldung, dass Sie im Modus drin sind und dann suchen Sie sich irgendeinen Part des Dokuments aus und da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen rauszoomen, irgendeinen Part aus, setzen die Visualisierung dort, wo es passt, ja, können da wieder reinzoomen, wenn es nötig ist, um Detailanpassungen vorzunehmen. Ja, das habe ich mir verklickt, so, um Detailanpassungen vorzunehmen. Und wenn Sie zufrieden sind mit Position Ihrer Visualisierung, klickt man auf Speichern und die Visualisierung ist dort angebracht. Wenn ich das aus irgendeinem Grund... Die Position ist angemerkt, ja, danke. Falls ich damit nicht zufrieden sein sollte, kann ich einfach, wie Sie da oben gesehen haben, über diesen Button reingehen und das neu anbringen. Discard, jederzeit wieder neu raufgehen, wenn ich die Seite wechseln müsste, schön, auch, genau, und dann kann ich auf Save klicken und das ist dann dort bereit zum Weitergehen. Eine zusätzliche Änderung, die wir gemacht haben, ist hier noch eine verbesserte Rückmeldung im Modal selber, wenn Sie weiter signieren wollen, das heißt, in Zukunft wissen Ihre externen Kunden auch oder die externen Unterschreiber und Unterschreiberinnen, welche Formate hier erlaubt sind zum Hochladen und die Maximalgröße, die erlaubt ist. Auch hier haben wir Sie gehört, selbstverständlich, und das zusätzlich eingefügt. Ich kann mir vorstellen, dass es zur Selbstpositionierung unter Umständen ein paar zusätzliche Fragen gibt. Falls nicht, würden wir dann zum nächsten Thema springen. Genau. Eine Frage dazu ist, ob das dann diese Visualisierung für den Externen dann ein Kann oder ein Muss ist. Also muss der Externe platzieren oder kann er? Also in dem Fall ist es ein Muss. Das heißt, wenn der Auftrag über die API so eingestellt ist, dass die Visualisierung zu platzieren ist, dann kann die externe Unterschreiberin und Unterschreiber nicht weitergehen, bevor die Visualisierung platziert wurde. Aber man kann ja auch Aufträge anlegen, die ohne Visualisierung durchgewunken oder die, abgeschlossen werden können. Und dann ist es natürlich nicht. Man kann sich aussuchen, je nachdem, wie das Vorsystem das gerne hätte. Perfekt. Gut, dann hüpfen wir ganz kurz zurück in die Präsentation, denn ich habe Ihnen ja auch gesagt, es gibt noch ein weiteres kleines Feature, ganz klein, was zum Thema Benutzerfreundlichkeit, da können wir Ihnen für die Präsentation leider nur einen kleinen Screenshot zur Verfügung stellen. Dieses kleine Pop-up, dieses kleine Window, das Sie da sehen,
Es hat selten, aber doch zu Ärger geführt, deswegen haben wir es da mitgenommen, wenn Sie in Ihre Mappe wechseln und es dauert mal vielleicht ein bisschen länger, bis die Aufträge bearbeitet werden, dann sehen Sie, dass da die Unterschrift gerade finalisiert wird. Da haben wir dafür gesorgt, dass Sie eben wirklich so eine lebende oder eine Live-Rückmeldung zurückkriegen von dem Fenster. Das heißt, unten gibt es dann noch die drei Dots, die sich bewegen, das Ihnen einfach anzeigt, okay, es läuft alles, es funktioniert alles, es ist kein stehender Standschirm oder irgendwas. Einfach kurz abwarten, einen kurzen Moment noch länger und dann ist der Auftrag durch. Ja, nur eine kleine Info am Rande. Und jetzt kommen wir schon zum einen von zwei zusätzlichen Zuckerln, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Und zwar bald abgeschlossene Entwicklung möchten wir Ihnen noch Acrobat to Moxis vorstellen. Für die unter Ihnen, die bereits unser Office to Moxis Paket verwenden, werden Sie das sofort wiedererkennen, wie es aussieht, wie das funktioniert. Für alle anderen vielleicht eine kurze Durchführung. Da würde ich den Ball wieder zu dir spielen, Gerhard. Da ja Moxis in verschiedenen Installationsarten im Feld draußen ist, also ob es jetzt in der Business Cloud ist oder bei Enterprise Cloud oder auch On-Prem, ist es ja so, dass man auch sowohl das Office to Moxis als wie jetzt auch das Acrobat to Moxis auch mit seinem eigenen Moxis paaren muss, also irgendwie, dass man zum richtigen Moxis hingeht. Das ist ja auch beim Office to Moxis so und gleich ist es jetzt auch beim PDF to Moxis, also beim Adobe Acrobat to Moxis so. Das heißt, man hat da, so wie auch sonst, wenn man das erste Mal aufmacht, gibt es die Möglichkeit, dass man die URL von Moxis eingibt, und zwar nur diese Short-URL, die man sonst auch vielleicht in den Favoriten gespeichert hat, um sich dort einzuloggen. Dann klickt man auf Pair, dann passiert ein Wunder im Hintergrund, dass die sich irgendwie das merken, wo man irgendwo dann die Dokumente hinschickt, und ab dem Zeitpunkt kann ich dann, wenn ich in dem Dokument drinnen bin, schon automatisch das Dokument hochladen. Vielleicht magst du dann noch kurz weiterführen dazu. Sie sehen eh, in dem Modal kriegen Sie jederzeit die Rückmeldung, die Verbindung hat funktioniert, Sie können dann das PDF, an dem Sie gerade arbeiten, hochladen, der Filename wird sofort übernommen, wie Sie da erkennen können, beziehungsweise können Sie ihn dann auch austauschen und dann im nächsten Schritt, wenn Sie auf Upload klicken, in Ihrer Instanz einfach den Prozess wählen, der für Sie in dem Fall relevant ist, und weiter erfolgreich signieren. Also ganz gleich im Office to Moxis, nur halt diesmal nicht aus dem Word heraus, sondern gleich direkt aus dem PDF. Kleiner Hinweis, wir sind da noch in der Entwicklung. Es wird gerade finalisiert, aber dieses Paket zu Acrobat to Moxis wird zur Verfügung stehen, sowohl für den Reader, für den Acrobat Reader, genau, für die Standardversion und auch für die Pro-Version. Für weitere Informationen können Sie einfach die Knowledge Base besuchen, beziehungsweise Ihren CAM oder Projektleiter kontaktieren, der Ihnen dann die Informationen weitergeben wird. Also inhaltlich sind wir durch. Es muss halt nur noch freigegeben werden, sodass man das, genau, dass Sie auch wirklich smooth das installieren und nutzen können. Ganz genau. Und damit kommen wir auch zum zweiten Zuckerl des Tages, und zwar das Thema Public Roadmap. Was bei uns ja auch immer eine Frage war, was ist der längerefristige Plan für Moxis? Wie kann ich mich auch einbringen, wenn ich Feature Requests habe? Und da möchten wir jetzt auf den Weg gehen, dass wir viel transparenter mit den Informationen umgehen, dass wir da die Innovationsfreudigkeit von Ihnen auch abholen und Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie da reinspringen. Und deswegen gibt es jetzt dann auch verlinkt die Public Roadmap, wo man sieht, was jetzt gerade für Features längerfristig geplant sind, was gerade in der Umsetzung ist, was abgeschlossen ist. Da werden natürlich die abgeschlossenen Sachen irgendwann einmal ein bisschen hinauswandern. Aber das ist für unser Zugang, dass wir das transparenter für Sie machen. Genau, vielleicht magst du noch kurz, wie man das sich einbringen kann und wie das organisiert ist. Das heißt, wie Herr Fries bereits erwähnt hat, es stellt Ihnen einfach mehr Transparenz zur Verfügung von unserer Seite. Sie wissen, was bei unseren Releases ansteht, was als nächstes ansteht mit zusätzlichen Informationen. Auch da kann man dann jederzeit, wie zum Beispiel bei Adobe to Moxis oder beim Knowledge Base Wizard, kann man da reingehen und kommentieren. Die Kommentare können wir sofort erfassen, können Rückmeldung geben, was der Stand ist, wie es ausschaut. Vielleicht gibt es so zusätzliche Ideen, Details, die Sie uns mitteilen wollen, jederzeit bitte gerne. Außerdem, das ist einmal ein Teil, mit dem wir beginnen werden,
Aber diese Plattform bietet uns zusätzliche Möglichkeiten, mit Ihnen zu kommunizieren. Einerseits die Updates and Announcements. Das wird dann von unserem Marketing-Team beziehungsweise von unserer Produktmanagement-Schnittstelle zum Marketing übernommen. Da werden Sie dann die Announcements finden zu den Releases. Dort werden Sie Announcements finden unter Umständen zu Maintenance-Anstehenden oder zu anderen Themen, die dann einfach über die Zeit kommen. Auch da bitte jederzeit Feedback an uns. Was wollen Sie dort lesen? Was ist für Sie praktisches Wissen, das Sie von uns schnellstmöglich kriegen sollten? Über diese Plattform können wir einfach viel schneller, viel besser mit Ihnen interagieren. Und der wichtigste Punkt tatsächlich, aus unserer Perspektive zumindest, aber vielleicht auch von Ihrer, die Ideenplattform, das Ideas-Tab. Hier gibt es die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu registrieren, auch Nachrichten zu abonnieren dann in diesem Fall. Das heißt, wenn es neue Announcements gibt, wenn es neue Veränderungen gibt, kriegen Sie sofort eine Notification, dass sich da was getan hat, wenn Sie das möchten. Und aber noch wichtiger, diese Ideas-Tab, hier haben Sie die Möglichkeit, dann Ihre Ideen zu posten. Sprich, wenn Sie während Sie an etwas arbeiten oder wenn Sie ein Feature auf der Roadmap sehen oder wenn Sie mit uns bis in Diskussion waren oder irgendwas Ihnen plötzlich aufpoppt während der Arbeit, einfach darauf gehen, kurz niederschreiben, die Details, den Titel, submitten. Das landet, also keine Sorge, dass da jetzt irgendwas sofort public geht, das können Sie uns dann mitteilen. Das landet dann in unserer Inbox, dort wird das von unseren Moderatoren bearbeitet, potenziell auch angepasst und dann kann man, je nach Ihren Wünschen, kann man diese Idee auch public stellen. Das heißt, die Ideen würden dann hier einfach aufgereiht werden und jeder Besucher, jede Besucherin kann dann da reingehen und auch die Ideen voten. Das heißt, dort gibt es dann eine eigene Gewichtung an den Ideen. Also je mehr Interesse in eine bestimmte Richtung geht, desto besser können wir das auch aufnehmen. Das heißt, das ist für uns eine wichtige Information. Wie bewegt sich der Markt? Was ist der Pain Point momentan bei vielen oder den meisten vielleicht von Ihnen? Wo überschneiden sich Ideen? Auch hier können Sie dann dazu kommentieren, eine Idee erweitern und dadurch, wie wir das bei der Xytrust und auch bezüglich Moxis bei jedem Webinar auch mindestens einmal sagen, mit Ihnen gemeinsam dann am Moxis weiterschleifen, arbeiten mit Ihren Ideen und dort das bestmögliche Produkt weiter auf den Markt bringen. Genau. Ich bin schon gespannt, wie das angenommen wird. Ne? Wir sind sehr gespannt. Also wir hoffen auf sehr viel Feedback. Bitte jederzeit melden. Aber nichtsdestotrotz, von unserer Seite wäre es das für heute. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, absolut. Und zwar, also jetzt können Sie auf jeden Fall mal Ihre Fragen auch reinstellen, falls Sie sie noch nicht gestellt haben, aber wir haben da schon ein paar reinbekommen. Und zwar einmal zum globalen Adressbuch. Da ist die Frage aufgekommen, bedeutet das jetzt für alle Moxis-User im eigenen Unternehmen oder wer sieht denn dann die Accounts in diesem Adressbuch drinnen? Also das globale Adressbuch ist tatsächlich für alle User der Instanz einsehbar. Das war der Gedanke. Das heißt, wenn Sie einen neuen Kontakt eintragen, wenn Sie einen Kontakt haben, der wichtig ist, dass Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen darauf zugreifen können, die können dann auch diesen Kontakt in Ihrem externen Adressbuch einsehen und gebrauchen. Das private Adressbuch, sprich, wenn Sie diese entsprechende Checkbox deaktivieren, wenn ein Kontakt angelegt ist, die sind dann natürlich nur für Sie einsehbar, nur in Ihrem Adressbuch sichtbar. Dann wäre noch die Frage, ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, aber ab wann ist denn die neue Version denn verfügbar? Vielleicht, falls wir schon erwähnt haben, einfach noch einmal die Daten durchgehen. Ja. Da ist immer das Thema mit den SLAs, Kunden und Kundinnen. Das angepeilte Ziel ist Ende von Mitte oder Ende November, so wie es vertraglich am besten passt und natürlich am äußerst möglichen Fenster, dass es Ihre Arbeit nicht unterbricht. Es wird dann noch eigene Aussendung geben, eigene Informationen, wann das kommt. Aber da halten wir uns komplett nach den SLAs, die mit uns bestehen. Und das wird das Fenster sein. Dann noch eine Frage zur Knowledge Base, und zwar, wenn man jetzt in Moxis sich es auf Englisch eingestellt hat, das Moxis, ist dann die Knowledge Base dann, wenn ich auf den Link drauf klicke, auch auf Englisch?
Das ist eine exzellente Frage. Leider momentan noch nicht. Da arbeiten wir mit, da sind wir in Kontakt mit den Plattformherstellern, dass das in Zukunft möglich sein wird. Momentan switcht man leider noch auf die deutsche Ausgabe, auch weil das einfach festgelegt ist, dass wir im Dachraum hauptsächlich operieren. Wir verstehen, dass sie viele internationale User auch haben. Und deswegen sind wir da ganz, ganz eng im Austausch, eigentlich wöchentlich mit den Entwicklern dort, dass das auch funktioniert. Wir werden sie informieren, sobald das der Fall ist. Ein zusätzlicher Hinweis. Also ist, denke ich, auch recht prominent. Recht es ist recht genau. Prominent eigentlich. Also es sollte viel auffindbar sein und falls Sie aber da natürlich Probleme stoßen. Aber natürlich, muss klar. Selbstverständlich. Ein kleiner Hinweis noch zu Knowledge Base, falls ich das nicht erwähnt habe. Sollten Sie im besten Glücksfall für alle Parteien sich entschließen, auf die Enterprise-Version zu wechseln, wo Sie noch viel, viel mehr Features und Möglichkeiten haben, dann besteht auch die Möglichkeit, bei der Knowledge Base oder statt unserer Knowledge Base Ihre E-Learning-Plattform zu verlinken und stattdessen direkt dort anzusteuern. Ein anderes Feature, das wir aber bringen wollen, auch das möchte ich erwähnt haben, weil die Knowledge Base wird jetzt nicht nur ein einfacher Klick-Link bleiben, das wäre zu einfach natürlich. Wir wollen dort eine Funktion implementieren, ein Modal für Sie implementieren, wo mit einem Klick die Knowledge Base bzw. das Wissen der Knowledge Base direkt im Moxis verfügbar ist. Das heißt, Sie müssen die Plattform nie verlassen. Es geht ein Modal auf, dort können Sie direkt Ihre Fragen stellen, ein FAQ suchen, Fragen beantworten und das direkt auflösen. Und auch für die Zukunft, für unsere mittelfristige, langfristige Roadmap haben wir uns vorgenommen, auch viel, viel mehr mit Lernvideos zu arbeiten. Das heißt, auch diesen Wunsch haben wir aufgenommen, um Sie da draußen zu unterstützen. Und auch das haben wir vor, umzusetzen. Weil du vorher gesagt hast, bei den Enterprise-Cloud-Kunden, wir haben halt bei den größeren Kunden auch Leute, die auch für sich selber auch den Use-Case-spezifische Lernplattformen aufgebaut haben. Und darum ist es auch notwendig und wichtig, dass man da tauschen kann, wo man dann bei dem Hilfeknopf hin kann. Gut, dann gab es auch die Frage, ob man im Adressbuch, jetzt privat oder global, ob da schon was in Aussicht ist oder das schon möglich ist, dass man zum Beispiel die firmeninternen Domänen blockieren kann, damit eine Fehlanlage beim Anlegen der Kontakte, ob es da schon was Überlegungen gibt oder ob da schon was da ist. Das heißt, sollten zum Beispiel eine Zeitrast-Mitarbeiterin oder Zeitrast-Mitarbeiter noch nicht in der Instanz registriert sein und ich will die einladen, dass sie nicht automatisch als externe eingeladen wird. Genau, ja. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Ist ein exzellenter Hinweis. Die Anfrage hatten wir ähnlich in der Vergangenheit. Wir hatten es oft andersherum, dass genau. Die Leute die eigenen Personen da einladen wollten, aber es wäre uns eigentlich sehr recht, wenn das sperren könnte oder nicht so machen könnte. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns noch annehmen, weil auch da ist es eben so, dass es Leute, dass es da auch auf unserer Kundenseite auch verschiedene Ansätze gibt. Die einen wollen das, die anderen wollen es nicht. Aber ich verstehe das voll mit diesen Fehlanlage, ja, wenn das noch nicht gesynkt ist oder wenn das die Leute noch nicht angelegt sind, dass man die nicht falsch anlegt. Ja. Das ist richtig, das ist ein guter Punkt. Ja. Und wäre exzellentes Thema gewesen für die Public Roadmap im Ideas-Tab, um darüber zu voten und das anzuschauen. Cool. Eine weitere Frage wäre auch zum globalen Adressbuch, ob es da als Administrator oder allgemein gibt es eine Möglichkeit, dass man das ausschaltet, dass jetzt Mitarbeiter keine Kontakte im globalen Adressbuch anlegen können oder auch sehen können. Ja. Für die Business Cloud nicht. Genau. Eine Enterprise Cloud schon. Also eine Enterprise-Lösung schon. Mhm. Dann kann man es kontrollieren. Danke. Es gab früher ein Feature, also in ein paar vorigen Versionen, wo, wenn man einen Platzhalter reingezogen hat auf das Blatt und den dann kleiner gemacht hat, dass dann die weiteren Platzhalter auch auf der gleichen Größe sind, wieder einmal verkleinerte, also dass sie dann alle die gleiche Größe haben. Wird das wieder kommen oder wie ist das? Vielen Dank fürs Erwähnen. Wir hatten ja das Wort Transparenz auf der Folie und ich sage es, wie es ist, das war ein Batschen. Also dafür entschuldigen wir uns, das ist gefixt worden, das kommt wieder. Ja, das wird genauso wieder ins Produkt zurückfinden und ist ein praktisches Feature, das Sie wieder anwenden können in dem Fall. Dankeschön. Dann gibt es noch eine Frage, die wir vielleicht auch direkt klären müssen, und zwar Prozess-Branding, E-Siegel-Branding.
also ich war Ethical Branding, ich bin mir nicht sicher, was die Frage genau, also was genau Ethical Branding bedeutet. Ich glaube, da müssen wir mit einem, also Sie wissen, wer Sie sind, ich glaube, das muss man im One-on-One besprechen mit Ihnen. Genau, aber vielleicht, dass man kurz nochmal das Prozess-Branding noch einmal kurz, ganz kurz erklären, was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Also ich hätte gesagt, wir nehmen Herrn Rivers Vorschlag auf und besprechen das nochmal separat, weil uns ist die Frage gerade ein bisschen... Also es gibt Möglichkeiten, dass man eben auch in Enterprise-Versionen Standard-Visualisierungen hinterlegen kann, dass er ein bisschen customizen kann, wie man das gerne hätte. Das haben wir jetzt in der Business Cloud noch nicht. Das ist noch nicht Teil von dieser Branding-Möglichkeit, aber vielleicht reden wir dann auch einmal, vielleicht können wir was machen. Weil, und dann, okay, ja. Oder es ist ein Feature-Request, dass man das zu der zu der Branding-Fähigkeit dazu tut, wie das auch schon. Also, ja. Aber das besprechen wir, glaube ich, direkt. Das wird Sinn machen, ja. Okay. Das wäre es an und für sich an Fragen. Wie gesagt, wir geben Ihnen noch eine Minute, falls noch was ganz dringend ist. Aber ich sehe jetzt keine tippenden Punkte oder so. War es das mit den Fragen fürs Erste. Und falls Sie weitere Fragen haben, natürlich auch immer Ihren Key Account Manager, Ihren Vertriebsmitarbeiter von uns kontaktieren oder auch Ihren Projektleiter, falls etwas unklar ist. Und wie immer zum Abschluss nochmal die Erwähnung, bitte, bitte her mit Ihrem Feedback überall zu jedem Thema. Das ist genau das, was wir brauchen, um das Produkt einfach besser zu machen. Und nutzen Sie auch weiter die Chance für den Moxis Coffee Break. Auch hier hatten wir wieder zuletzt mit RWS Immobilien. Vielen Dank nochmal an die super netten Damen und den Herrn, der da jetzt in 2-3 Terminen dabei war, wo sie uns mit Use Cases konfrontiert haben und wir gemeinsam an potenziellen Lösungen gearbeitet haben, Ideen aufgenommen haben, von denen welche auch auf der Roadmap gelandet sind. Also bitte nutzen Sie die Chance. Das ist genau das, wie wir in einer One-on-One-Situation kommen, gegenseitiger Sparring-Partner mit Ihren Ideen und mit dem Produkt und das einfach weiterentwickeln können. Und mit dem hätte ich gesagt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs Vorbeischauen, fürs Anhören. Bei Ihnen ist es ähnlich schön sonnig wie bei uns in Graz und Ihnen allen noch einen schönen restlichen Tag. Dankeschön. Hat uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.